Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wood Factory 5. Ich frag mal kurz schon, ob wir uns vielleicht eine bessere Waffe machen können. Also ich bin ja eh so für die Doppelklingen, weswegen ich extrem auf die Doppelklingen dann schaue. So, was haben wir denn da? Ich weiß nicht, was wir aktuell haben. Diebesmesser, nicht versendet. 154. Okay, dann schauen wir mal ganz kurz, haben wir 100, wie viel haben wir hier? 100. Okay, ich habe die stärksten, passt. Dann, wollte ich zu den, ah, okay, das ist auch gerade Martin, dann machen wir kurz das mit Martin. Dann lasse ich mir von Rika kurz da oben nochmal einen Stall hinsetzen und dann ziehe ich mit meiner Truppe los. Und dann schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Mit Vivi und Mumuku Muraku. Hallo Murakumu, hast du einen Moment Zeit? Ja. Klar doch, was gibt's denn? Du willst Martin also zu kriegen, sich mal freizunehmen? Verstehe. Der ist wirklich ein Arbeitstier. Das stimmt schon, selbst wenn er zum Baden kommt, ist der ruckzuck fertig und wieder weg. Hast du da Ideen? Lass mich mal überlegen. Der kann so stur sein wie ein übel gelaunter Küffel. Das wird da keine einfache Sache. Darf ich einen Moment stören? Was ist denn Oma Yuki? Yuki ist nicht wie, keine Ahnung, wie. Ja, das so hieß, glaube ich, die alte von Sandbrook. Nur ein kleiner Vorschlag. Habt ihr euch schon mal überlegt, es mit einer List zu probieren? Eine List? Eine ganz harmlos natürlich. Gebt ihm meinen Gutschein für eine Übernachtung für zwei Personen und sagt, der käme aus einer Belosung. Sie bringt ihm den, da er es nicht übers Herz bringen würde, nein zu sagen. Perfekte, tolle Idee, Oma Yuki. Ich halte ein Zimmer frei. Leila, gibst du es an Cecile weiter? Ja, mache ich. Vielen Dank für dir. Ich habe die Vermutung, ich werde mit Martin, nein, wenn wir Cecile geben, dann wird Cecile da mit Martin pennen. Gut, so viel zu meinem Plan, ihn rumzukriegen. Funktioniert nicht. Das ist entscheidend, aber mal kurz zu Rika, der muss mir nämlich da so einen Monsterstall bauen. Rika, Schätzchen. Ich möchte etwas renovieren. Und zwar brauche ich einen Stall. Monsterstall B. Ach, ich habe schon einen. Ich habe da einfach nur keine Monster drin, oder was? Ja, Tatsache. Okay, ja, dann kannst du eigentlich... Dann kannst du eigentlich mitkommen, wenn du möchtest. Du kannst nach postlicher Bewegung. Ziehen wir gemeinsam los. Wieder seinen Angestellten einmal schnell weggenommen. Okay, da hinten ist das Martin-Ereignis. Und dann muss ich noch ein paar freiwillig finden, die mitkommen. Und dann müssen wir noch ein Tier dann irgendwo mal finden und das einstellen. Martins und Cecils Haus. Hey Cecile, hast du kurz Zeit? Es geht um Martin. Was ist denn? Also pass auf. Wow, was für eine tolle Idee. Ich wünsche mir schon länger eine Auszeit für ihn. Andererseits, zwei Brüder, die mit viel Tamtam zusammen im Gästehaus übernachten, das ist doch irgendwie komisch, oder? Martin würde sich das sicher genauso sehen. Magst du ihn vielleicht lieber fragen? Ich? Na, ich weiß nicht, da würde er bestimmt ablehnen. Aber nicht doch, mit dir würde er sicher hinwollen. Wenn er doch mal heimkommt, erzählt er mir immer von seiner Lieblingskundin, also dir. Wirklich? Ich habe da noch nie was gekauft, Leute. Nun denn, dann solltest du es wirklich probieren. Danke, Leila. Viel Glück mit meinem Bruder. Will Cecile vielleicht gleich mitkommen? Du warst, glaube ich, noch nie mit mir auf Abenteuer. Willst du mitkommen?
Okay, Cecile ist auch dabei, dann nehmen wir jetzt noch Marty mit, dann haben wir die ganze Family dabei. Komischer Fremder bei. Hallo, Martin. Was ist denn? Magst du mit mir zur heißen Quelle gehen? Warum sollte ich mit dir da hingehen? Ich habe nämlich zwei Gutscheine für Murakumos Gasthaus in einer Verlosung gewonnen. Ich dachte, das wäre nett, wenn wir da zusammen hingehen. Nochmal, warum sollte ich das mit dir machen? Weil ich ehrlich gesagt denke, du solltest mal eine Auszeit nehmen. Erst Ziel, dann Meister Daroch. Jetzt du. Alle wollen mich von der Arbeit abhalten. Wir machen uns eben Sorgen. Beziehungsweise du machst uns Sorgen. Du redest nicht um den heißen Brei herum. Aber ganz ehrlich, Unrecht hast du auch nicht. Na gut, ich nehme dein großzügiges Angebot an. Ich bin allerdings mit dem aktuellen Projekt noch nicht fertig. Morgen Abend würde es klappen. Wie wäre das? Gerne treffen wir uns am morgen Abend vor dem Gasthaus. Morgen Abend habe ich eine Verabredung. Und Martin, wo bist du? Wo steckt doch der Junge schon wieder? Oh, wir haben den Hinterausgang gefunden. Auf der Suche nach Martin haben wir den Hinterausgang gefunden. Ich möchte plaudern. Ich möchte eigentlich, dass du mitkommst, Bitch. So, ich habe die Frauenquote damit jetzt ein bisschen abgelöst. Und wir ziehen los. Beziehungsweise ich teleporte uns einfach mal. Kann ich uns hinter teleportieren? Da unten muss er irgendwo hin, genau da. Das heißt, ich darf echt diesen ganzen Scheißweg kriegen. Natürlich! Das war bei Rune Factory 4, glaube ich, ein bisschen besser. Oh, ihr habt den Wolli erblickt und müsst es angreifen. Ey, da ist ein Schatz für Leute. Samen, einer. Und ein Segel. What the hell? So, da. Hier brauche ich nicht mehr. Die habe ich schon ausreichend in meinem ersten Stall. Stufenaufstieg von Cecile. Stufenaufstieg von Cecile. Ach ja, der ist Level 0 wahrscheinlich. Hier haben wir so ein paar Küfel. Wenn wir jetzt ein cutes Monster sehen, dann nehme ich das mit. Diese Maus hieß sein letzten Ding. Vielleicht sehen wir hier auch nochmal welche. Also wir brauchen da natürlich auch noch ein paar Snacks für die, aber da finden wir bis dann schon was. So, Insekten möchte ich tatsächlich nicht bei mir haben, weil ich Insekten mehr als widerlich finde. Die Woche irgendwann mal so einen riesen Käfer gesehen, der war richtig ekelhaft. Alter, wie der so ausrastet. So, juhu, juhu, juhu. Einfach dauerhaft am Aufsteigen und ich denke mir einfach so, Leute, wir haben den Gegner besiegt. So. Ich werde verfolgt von drei Männern. Ich komme klar damit. Wow, und irgendwie sind damit jetzt alle hochgestiegen. Ein Elefun. Du bist schwach. Ich bin nicht schwach. Außer meinst du den Gegner, dann kann ich das mal bejahen. Da hinten ist eine Schatztruhe, dann könnt ihr euch mal um die paar Gegner kümmern, wenn ich die Schatztruhe öffne. Oh, Milch. Ein Kraut. Lachs-Sashimi. Dann, was haben wir da aus? Eine Fee, aber die bringt eigentlich auch nicht viel. Die hatte ich in einem anderen Spiel, aber ich weiß gar nicht mehr warum genau. Ich glaube, weil ich anfangen musste. So, hier können wir dann nochmal speichern. Und zwar auf Speicherstand 2. Ja. Das sind schon Stufe 59. Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Dann gehen wir da mal durch. So, wieder eine Höhle. Das sieht aus wie so ein Minenschacht. Ich glaube, der hat auch was von Minenschacht gesagt. Da links, da können wir die Wand kaputt machen. Alte Basis des Banditenkönigs. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, aber wir helfen denen jetzt. So, gehen wir jetzt nach links und nach rechts. Nach rechts gehen wir zuerst und ich nehme mir auch gleich meinen Hammer. Weil man hier wieder Erze zerstören kann und Erze sind ja immer gut. Das kann eine Rubine sein. Oh ja, es sind Rubine.
Irgendwas habe ich auch Rubine gebraucht, aber ich weiß nicht mehr für was, um ehrlich zu sein. Ich glaube, um was herzustellen. Vor allem unsere Tasche ist jetzt riesig, jetzt können wir alles mitnehmen, was wir wollen. Okay, ja, wenn das jetzt so ist, wie der vorherige Teil, sind die richtig beschissen. Ach, liegt Cecile am Boden, oder was? Och. Ja, der steht schon wieder auf. Okay, das kann ich auch zerstören. Ansturmhieb und irgend so ein Zeug. Und Steinblick. So. Dann gehen wir jetzt. Müssen wir hin. Okay, dann gehen wir das nächste Mal da. Also ich gehe immer alle Wege jetzt ab, bevor ich weitergehe. Kennt ihr ja schon von mir. Cecile steht auch wieder. Freut mich. Okay, eine Palmkatze. Und ein paar Eichhörnchen. Papa. Hä, steht die Palmkatze wieder? Verlasst mal hier alles in Ruhe, Bitches. Okay, da hinten steht noch was. Also ich denke, dass ich auf einem guten Level bin, aber ich weiß nicht, ob ich so gut bin. Dunkelorg. Roter Org würde ich ihn nennen. Okay, hier hinten ist aber nichts. Seltsam. Normalerweise ist immer irgendwo was. Okay. Wir laufen weiter. So, wir haben ein paar Steinblöcke gesammelt und da sind süße kleine Fluffies. Oh, Fluffies ist ein süßer Name. Aber das erinnert mich jetzt gerade so ziemlich an den letzten Turm bei Price of Mana. Da gab es auch so ein, ja, so ein, was ähnlich aussah. Okay, ich vermute mal, das sind ziemlich viele Monsterkisten. Wir suchen natürlich die richtige Kiste. Ah, da kann ich was aufmachen. Ich kann da was aufmachen, Leute. Oh, scheiße, ich habe ein scheiß Ziegel drin. Oh. Hä, wie ging das so? So ging das. So, zusammen mit Rika besiegt. Ich würde euch gerne heilen. Vernachlässigst deine Deckung. Ja, ich glaube, aber ich habe einen Siegelbrecher dabei. Irgendwas habe ich bekommen in die Richtung. Birch, Heilsiegel, ja. Okay. Ich wollte euch alle mal healen kurz. Dass die Ziel wieder aufsteht. Alter, jetzt bin ich gelähmt. Was für eine Scheiße. Kann ich irgendwie healen? Reden? Reden. Alter. Da ist das Ding, was ich drücken muss. Okay, ich muss irgendwie dieses komische Siegel wegkriegen, aber ich weiß nicht wie, mit was. Okay, da liegt ziemlich viel. Seit ich jetzt die Ärzte bei, wird hier auf jeden Fall was unternehmen, aber ich hier irgendwas dabei, was das brechen kann. Misslungen. Nee, das kann bestimmt nichts. Nee, irgendwie nicht. Hilft ihm nur bei, okay. Nee, sieht scheiße aus. Okay, dann ein Schneckentempo weiter. Genau, ich kann das speeden. Rechts unten seht ihr jetzt, wie das Ding hier immer abgeht. Wenn ich hier speede. Ach du heilige Scheiße. Ich mach dann Sprint. Okay, ich glaube, die sind jetzt aus, aber trotzdem.
Warte, da ist was in der Wand drin. Ich hoffe, etwas, das mir hilft. Ein Schwert. Ist es gut? 155. Ja, ehrlich gesagt, Dinge sind in dem Fall besser. Da kannst du bitte nicht mehr länger gelähmt sein. Das ist richtig anstrengend. Okay, hier gibt es halt hier den Idiotentest. Was sollte ich nicht drücken? Okay, dann drücke ich einfach mal den hier. Okay, scheint der richtige gewesen zu sein. Ich war hier mal kurz. Ach, wir können uns auch wieder hierher teleportieren. Will ich jetzt schnell in die Stadt abhauen. Und dann komme ich gleich wieder her. Außenposten von Blauer Mond. Das ist irgendwie am besten. Okay, dann machen wir an der Stelle einen kurzen Cut. Und bis zum nächsten Mal. Bye!